Alexi. Bexi. Hey, ihr Schokopudding nur als Wackelpudding essen in Genussverweigerer? Manche von euch haben es vielleicht mitbekommen, manche auch nicht. Aber ich habe zumindest in den letzten Tagen versucht, gemeinsam mit Maxim seinen allerersten Computer ever über Discord zusammenzubauen. An die Pumpe dran machen. Komm, nee, mach das hübsch. Dass das interessant werden kann, hätte man sich bei unserem Internet im Deutsche Lande auch denken können. Also, danke Corona. Aber wie zum Fick auch immer, hat's dann doch geklappt. Du musst nicht lesen können, wenn du einen Computer baust. Geil. Ja, es ist erstaunlich. Ach, da ist oben. Der Moment der Wahrheit. Es leuchtet schon mal sehr viel. Ist doch gut. Naja, und jetzt ist das Ding halt Moment. Was ist das eigentlich? Oh. Fuck. Wieso zum Ficken müsst ihr immer so schwer sein? Scheiße, Scheiße. Wieso ist sowas Schweres in so einem... Naja. Immerhin hast du mir die Folien dran gelassen. Oh. Maxim, hast du eine neue Handcreme? Zumindest ist das Ding jetzt bei mir, weil ich soll mir... Ja, warum eigentlich? Guck dir das Ding an und... Mach damit, was du willst. Hauptsache, es bleibt heil. Oh. Na gut. Aber was soll man denn mit so einem Computer noch alles machen? YouTube ist doch schon durchgespielt mit irgendwelchem Content, um zu zeigen, wie gut brutal ausgestattete Computer sind. Das ist genauso kompliziert wie die Thumbnails für YouTube-Videos zu basteln. Oh ja. Oh, lass doch mal was ganz Verrücktes machen. Denn ich als YouTube-Boomer habe mir nämlich jetzt auch mal Reddit zugelegt. Oh. Im Alexi-Bexi-Subreddit werde ich ab sofort auch herumgammeln. Und als erste kleine Spielerei für euch habe ich folgende Aufgabe. Erstellt ein Thumbnail, postet es dort und ich mache dann zum Thumbnail ein Video. Also genau umgekehrt zu sonst. Ich bin schon gespannt, was ihr für Thumbnail-Ideen so habt und für welches wir uns dann am Ende entscheiden werden. Dann ein kurzes Roundup für euch, was alles in diesem gigantischen Ding so alles drin ist. Ist etwa alles von MSI, 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 MSI? Ein MPG Sekira 500X Gehäuse mit einem MEG Z590 ACE Mainboard. Intel i9-11900K, gekühlt mit einer MPG Core Liquid K360 AIO Wasserkühlung. 64 GB Arbeitsspeicher. Haufenweise Western Digital Speicher via M2 und PCIe Express. Eine RTX 3090 Supreme X24G, was? Supreme? Und alles gepowert von einem MPGA 850GF Netzteil. Okay. Ja, aber bevor wir mit dem Ding irgendwas vernünftig machen können, müssen wir erstmal ein bisschen umbauen. Denn im Maxim Sido waren wir noch zuversichtlich, alles richtig gemacht zu haben, bis wir von MSI den Hinweis bekommen haben, dass wir auch auf den häufigsten Fehler bei diesem Gehäuse reingefallen sind. Und zwar in der Standardkonfiguration sind die Gehäuselüfter nicht so verbaut, dass sie mit einer Wasserkühlung kompatibel sind. Sehr gut, dass dieses Problem bei MSI schon eine Weile bekannt ist und dass dazu auch nirgendwo ein Hinweis klebt. Also, drehen wir die Dinger kurz um. Ja. Jetzt wäre so eine Anleitung geil. Alles von Hand. Oh, big. Komm schon. Alles eng. Umdrehen. Wieder festmachen. Und. Okay. Ja. Und jetzt können wir damit auch was machen. Warte, nee. Ich mach das zum ersten Mal. Warte kurz. Ja, ich... Welcome to Windows. Really good. Kommt jetzt auch mit Word als Standard. Sehr geil. Okay, paar Treiber installieren. Windows zum Beispiel. Wir haben jetzt so eine Lieferando-Integration. Das ist schon leer. Ja, schade, nur verhungere ich halt. Eine Runde Solitär wäre jetzt toll. Das Ass muss dann nach oben. 11 kommt nach hinten. Und die 2 auf die 4. Word. So, Videoskript mit Skript mit Max. Fuck! Sollte ich vielleicht doch Geld für echtes Windows ausgeben. Huh? Shutdown. Yes. Okay, hab jetzt hier alles hingestellt und aufgebaut und das Erste, was wir eigentlich machen sollten, ist etwas spielen, worauf ich schon ein bisschen länger Bock habe und was ich mir schon länger angucken wollte und zwar... Lawn Mowing Simulator. Also Rasenmäher-Simulator.
Taste Z gedrückt, um den Motor zu starten. Es ist Y! Oh mein Gott, okay, wir haben uns jetzt in LOL eingefunden und für mich als allererste Mal LOL spielen, versuchen wir jetzt auch das erste Mal LOL zu spielen. Und was das alles so für Beschränkungen mit sich bringt, ist schon Pain für dich, oder? Als Profi? Ja, wir mussten jetzt in dein Bot-Game, weil das Level noch nicht hoch genug war. Aber das ist gar nicht so schlimm. Und wir haben uns entschieden, oder ich habe mich dafür entschieden, dass du Yuumi spielst. Weil Yuumi ist nämlich sehr giftig, sagt man, sehr eklig, sehr toxisch. Und wir sind dann immer zusammen. Na, quasi wie beim Rechnerbau wirst du in mir drin sein und quasi, ja, das trifft jetzt ein bisschen ab. Ist das eigentlich ein Kartensammelspiel? Oder? Wann hast du denn das letzte Mal gespielt? Oh wow. Ja, aber grundsätzlich werde ich dich jetzt hier ganz langsam in das Game einführen. Na, ganz vorsichtig. Na, aber es kann ja sein, wenn du erst vor 5 Jahren das letzte Mal gespielt hast, dann hat sich natürlich sehr viel verändert. Ach so, ja. Okay, dann hat sich für mich gar nichts verändert. Das ist das Schöne dabei und wir können direkt frisch rein. Oh, sehr gut. Okay, dann machst du das erste. Okay. Dann drückst du W auf mich drauf. W auf dich drauf. Ach so, halten und dann drücken. Bam, guck mal. Und jetzt sind wir verbunden. Ach so. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt musst du gar nichts mehr machen. Aber... Also du musst nicht mehr laufen. So dumm ist der Champion. Ach, das ist ja richtig geil. Du kannst Yuumi mit den Füßen spielen. Du kannst doch nicht mal angegriffen werden. So. Warte, kann man dann auch so wie bei WoW hier so eine Follow-Cam einrichten, dass ich mich jetzt zurücklehnen kann? Du kannst dich halt wirklich zurücklehnen, das ist das Gestörte. Was ist denn das Ziel von diesem Spiel? Das ist doch am Ende Tower Defense? Grundziel ist quasi, den Nexus zu zerstören, das ist quasi das Hauptgebäude, aber auf dem Weg dahin müssen wir quasi, ich ping das mal kurz auf der Karte, müssen wir erst das killen, dann das, dann das und dann jenes. Aber es muss ein sogenannter Inhibitor, das ist quasi wie so das Produktionsgebäude für diese Minions, die wir die ganze Zeit hier bekämpfen, das muss zerstört werden. Das ist im Prinzip das grobe Ziel. Und das Vernichten von Champions und das quasi das Vernichten der Vasallen hilft dir auf dem Weg, weil es dir Kohle bringt. Und Kohle bringt dir Stats. Na, du holst ja quasi Gegenstände. Wir merken, dass Maxim auch ein wirklicher LOL-Mod ist, weil er weiß auf den Punkt, worum es hier geht. Aber du kannst auch ein Spell wählen und zwar nimmst du das Q. Den ersten Spell. Da hast du so ein kleines Minigame. Ja. Und zwar kannst du da so eine Rakete abfeuern und die kannst du mit deiner Maus steuern. So, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Okay. Du hast die Q-Fähigkeit schon ausgewählt, teste die mal. Ich drück auf Q. Nee, du hast diese Fähigkeit noch nicht gelernt, steht da. Jetzt habe ich ja. Genau, und da siehst du das, bam. Na, dieses Ding kommt dann quasi angeflogen. Wir machen jetzt nämlich Folgendes, wir töten den jetzt nämlich hier. Guck mal, das ist ja so ein Bot. Den Rise-Bot da? Okay, genau, pass auf. Weil Tristana ist nämlich ziemlich unfair. Die kann nämlich sowas. Und dann mache ich hier eine Bombe drauf. Und ist auch tot. Das ist ja richtig geil. LOL ist leicht zu spielen, ne? Wie man bei dir gerade sieht. Ne? Du chillst einfach. Aber ich bin aufmerksam. Du bist sehr aufmerksam, das ist richtig. Ne? Aber es ist sehr schwer zu meistern. Das ist das Schwierige an LOL. Drück mal das E. Ich drück E. Genau, siehst du, da heilst du mich und beschleunigst mich. Und jetzt drückst du Q und dann musst du aber auf den Rise die Maus halten. Drück mal Q. Okay, alles klar. Oh, jetzt bist du raus. Jetzt musst du wieder nicht rein. Schnell. Oh nein, das war das W. Ah, das war das W. Ich komm rein. Okay, achso, jetzt so. Okay. Genau, siehst du, und jetzt fliegt das und dann kannst du das steuern. Das erfordert so ein bisschen Übung am Anfang, aber damit können wir den zum Beispiel verlangsamen. Und dann hast du noch Beschwörerzauber und zwar kannst du zum Beispiel eine Heilung aktivieren. Na, das kannst du auch mal drücken. Da kannst du mich und dich heilen. Drück mal. Das waren diese D- und F-Dinger am Anfang. Genau, ne? Richtig. F und Oh, warte mal, der wieder reinulten. Der ist ja komplett bescheuert. Der hat ja aber auch krasse Cooldown. 235 Sekunden Cooldown. Genau, der wichtigste Summer-Spell ist auch Flash. Das ist der hier. Zack. Na? Damit kann man sehr schnell das aus einer Gefahrensituation raus. Also ohne den wäre zum Beispiel die Hälfte der Champions nicht spielbar. Oh mein Gott, das heißt also, eigentlich ist dieses Spiel gar nicht nur so ein lames Kiddie-Spiel, wie alle sagen, in der Boomer-Fraktion, sondern das ist ja, man muss ja jeden scheiß Spell und Buff und die Kombination aus all dem, das musst du ja aus dem FF kennen, Alter. Ja, also ich bin zum Beispiel so, ich sage immer, ich würde LOL jetzt niemals spielen. Also jetzt niemals neu anfangen.
Weil du musst dir vorstellen, too du much hast oder was? Viel zu viel. Also, wie willst du das schaffen? Du hast halt 150 Champions. Alle haben mindestens 4 Fähigkeiten. Alle haben eine Passive. Und dann darfst du das Ganze nochmal mal der ganzen Gegenstände multiplizieren. Also, Gegenstände? Ja, lol. Also, wir gehen jetzt ja nochmal einkaufen. Du kaufst im Prinzip alles das, was er vorschlägt. So, das ist immer das Beste. Ich habe sonst auch die ionischen Stiefel der Deutlichkeit. Die könnte ich kaufen. Die sind auch cool. So, dann drückst du da W auf mich und dann jagen wir den Rice davon. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Du drückst E, wenn ich reinspringe, damit du mich heilst. Na, wir töten den jetzt. Okay, alles klar. Und bam. So. Zack. Oh, der siehst du, der will wegflashen. Aber kann er nicht, weil Tristana einfach noch krank ist. Ich hab nämlich quasi so einen Raketensprung. Das ist der hier. Der hat einen sehr hohen Cooldown. Ja. Den kann ich also nur ganz selten benutzen. Und? Aber wenn ich eine Bombe auf den Gegner schmeiße, stirbt, darf ich noch voll Stack. Also dann darf ich nochmal springen. Yeah. This is big brain time. Ja. Dass du das weißt, das fickt allein schon mein Gehirn weg. Das ist ja völlig absurd. Viele fragen sich, warum es nach 10 Jahren immer noch gespielt wird. Und der Hauptgrund ist, dass jede 2 Wochen es sich ändert. Guck mal, der wird wieder sterben. Krass. Das heißt, oh nein, Oh, sehr gut, geil, du hast mich gerettet. Oh, sehr gut. Oh. Sehr gut, Mann. Alle LOL-Zuschauer jetzt so, Nee, die werden sich freuen. Also die werden das mit den Augenzwinkern sehen. So, du hast jetzt auch deine ultimative Fähigkeit. Oh, jetzt hier, da und zack, da ist sie. Da ist das R. Perfekt. Und mit dem R wirst du jetzt ein absolutes Erfolgserlebnis gleich haben. So, erstmal musst du den Turm zerstören. Na? Das heißt, das ist ja das Hauptziel. Wenn die Türme nicht weg sind, können wir nicht gewinnen. Ach so, das Q macht keinen Schaden an Türmen. Ach so, das ist nur für Charaktere, das Q. Das ist nur für Charaktere. Also für Champions. Genau. Ah, steht da sogar auch hervorgehoben. Ja, okay, wenn man es meint. Wenn man die Anleitung lesen würde, verfickt. Ja, ich habe dir 15 Mal gesagt, lies die Anleitung. Aber Maxim hat gelesen, 0 Mal. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ne? Ach, ich sehe gerade, du hast noch so einen lustigen Helm auf deinem Schädel. Das ist quasi so ein extra Skin, mehr oder weniger. Also Riot verdient ja das Geld darüber, dass du deinen Champion einfach schöner aussehen lässt. Okay. Wie, man kann hier was kaufen? Man kann auch Charaktere, Champions kaufen? Das macht man doch nicht. Das macht man doch nicht. Vor allen Dingen mit Stufe 0 Yumi zu haben. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Du hast deine Ultimate wieder zur Verfügung. Das heißt, ich springe jetzt rein und du drückst sofort. Und go. Okay. Ah, sehr gut. Guck mal, und jetzt kann man die weiter neu positionieren. Ah, okay, I see. Ja, ich hab's gesehen. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Probleme. Ah, scheiße, jetzt bin ich tot. Aber jetzt gehst du in jemand anderes rein. Komm jetzt. Dem Ding. Richtig. Haut einfach ab. So, und das Witzige an Yumi ist, also Yumi ist wirklich einer der bescheuertsten Champions, die Riot jemals erfunden hat, dass du, je mehr Items du kaufst, überträgst du Teile deiner Itemstärke auf deinen Verbündeten. Was? Das ist auf deinem W, das kannst du sogar durchlesen. Da kann man in die Umschalttaste drücken, und dann klappt immer noch so ein riesiges Feld hoch, wo dann 1000 Dinge noch stehen. Genau. Und das war früher zum Beispiel nicht so. Früher musste man dann im Internet gucken, was das so macht. Ach so. Das hat 10 Jahre gedauert, muss man sich vorstellen. Mich nervt es, dass halt W so dicht dran ist, wenn man W drückt, dass man dann rausjumpt. Hätte das nicht eine ganz weit entfernte Taste wie Ü sein können oder sowas? Ja, das ist ja die Frage. Wie hast denn du deine Finger draufgelegt? Das macht nämlich jeder anders. Zum Beispiel bei mir ist der Zeigefinger auf dem E. Der Zeigefinger auf dem O, ja, das ist schlau. Das ist so ein bisschen wie 10 Fingertippen. Ist ein bisschen wie 10 Fingertippen und teilweise für einige eine richtige Religion. Also zum Beispiel, du hast ja quasi D und F, die Tasten. Und es wird immer noch nach Jahrhunderten gestritten, ob man das Flash auf D oder F legt. Na, weil F wie Flash, weißt du? Und ich bin zum Beispiel so ein Flash auf D-Typ. So, das ist so richtig, das ist Flash quasi deine Blutgruppe. Na, Eloy, das ist richtig, richtig schlimm. So, aber wir sind schon kurz davor, das Spiel zu beenden. Oh, wir sind schon richtig weit. Ja, das ist jetzt quasi der Inhibitor, den wir angreifen. Ich stürze mich jetzt hier in 100 Leute rein. Na, und platze mal. Aber du kannst ja quasi in den nächsten reingehen. So? Ach so, dann kann ich jetzt genau so. Nee, das war der falsche. Dann kann ich in den. Guck mal, wie müde du bist. Jetzt kannst du dich mit ihm sogar zurückbohren. Das heißt, ich kann jetzt aber auch mit ihm. Warte mal, so. Und dann kann ich mit ihm eigentlich das auch probieren. Ja, du kannst doch die Ultimate drücken. Ja, sehr gut. Guck mal hier. Und jetzt hast du die beiden festgehalten. Sogar zwei. Ja. Ach so, geil. Und dann kann er in der Zeit abhauen. Man kann ein bisschen heilen. Jetzt musst du aber wieder rein. Komm mal. Warte. Sehr gut. So, jetzt. Kurz formuliert, es gibt noch sehr viel Luft nach oben. Bitte was? Perfekt. Die Tasten, Q, W und E. Weißt du, so wichtige Dinger direkt nebeneinander. Das ist immer für mich gerade noch so, oh fuck. Du müsstest jetzt eigentlich auch mit der rechten Hand das einmal so splitten. Oder mit der rechten, mit dem Mund oder so, Maus spielen. Mit der Zunge. okay. So. Oh, wir sind am Nexus langsam. Richtig. Und jetzt kommt der sogenannte Suicide Move.
und wir bringen uns nochmal um. So. Für das erste Bot-Game war das schon ziemlich lecker. Ehre ein Teammitglied. Komm, wer kriegt Ehre? Ehre. Da. Klasse Spielführer. So, kriegst du erstmal hier Ehre. Das ist, machst noch ein Bot-Game, du bist so eine Stufe höher. Na, und dann kannst du gegen andere Menschen spielen. Die meisten, das ist ja muss man dazu sagen, sind auch wirklich in den Custom Games verhangen. Also wir haben mit Riot geredet, also die meinen Bot-Games sind immer noch die größte Serverbelastung. Ach echt? Ach ja, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist eigentlich voll traurig. Aber die Leute wollen halt einfach nur Spaß haben. Der Rechner ist wieder auf dem Rückweg zu Maxim, denn bei ihm steht all das, was noch dazugehört zu diesem MSI-Gesamtpaket, wie zum Beispiel ein Monitor. Aber wir wissen jetzt zumindest, dass diese fette Kiste schon mal LOL packt. Und was sie vielleicht noch könnte, das werden wir herausfinden. Und zwar in einem gemeinsamen Livestream. Wann und wie es sein wird, behaltet unsere Social-Media-Plattform im Auge, denn dort werden wir das die nächsten Tage auf jeden Fall posten. Und dann sehen wir uns online, live und werden gemeinsam darüber quatschen und mit euch auch über viele Dinge quatschen. Ich werde jetzt mal versuchen, das mehr oder weniger gute Wetter hier für Hamburg zu genießen. Und ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, jetzt noch im Anschluss ein Kaffeekränzchen zwischen mir und Maxim euch gönnen, denn wir haben über das LOL-Match hinaus noch ein bisschen philosophiert und gequatscht. Vielleicht vertreibt es euch ein bisschen Zeit. Also, bis dann. Also du als LOL-Experte, wie siehst du LOL? Hat das immer noch Gewicht? Ist es immer noch groß? Ist es erfolgreich? Ja, also die Frage, die sich alle LOL-Spieler, Kommentatoren und alle, die im Biss arbeiten, stellen sich immer die Frage, wann stirbt es endlich? Aber es passiert ja immer nicht. Und der Hauptgrund liegt natürlich darin, dass Riot selbst sehr viel richtig macht. Das bedeutet, sie patchen das Game regelmäßig, sie halten es sehr, sehr frisch. Und ein anderer Grund, das ist eher so meine Theorie, ist, dass es noch keinen richtigen LOL-Killer gab. Ich dachte, dass nach den MOBA-Games Battle Royale Spiele wie Fortnite, Apex und so weiter, der MOBA-Killer sind. Und es ist immer noch nicht passiert. PUBG hat ja angefangen eigentlich, ne? Richtig, aber es hat LOL nicht zerstört. Warum? Was ist der Reiz bei LOL? Und wie viele gucken das immer noch? Du weißt es ja, du moderierst ja auch. Es ist illegal. Also wenn wir das Resümee jedes Mal machen nach den Worlds und so weiter, die Zahlen werden immer besser. Die englische Produktion hat da meinetwegen 500.000 Zuschauer und in China ist da irgendein Streamer, der guckt das nebenbei. Der hat 1 Million Zuschauer. So. Also es ist verrückt. Es ist richtig, richtig verrückt. Die E-Sports-Produktionen sind nach wie vor top-notch. Also das ist halt so Fernsehstandard, würde ich mal sagen. Und das hält das Game am Leben. Aber ich, wie gesagt, ich warte jeden Tag darauf, wann kann ich quitten? Ne? Aber es passiert nicht. Es passiert diese Last, also, diese Bürde, ja, LOL mitmachen zu müssen. Ja, also das ist gestört, es funktioniert ja die ganze Zeit. Aber meine persönliche Vermutung ist, es braucht ein richtig krasses neues Genre, wo alle draufspringen und deshalb keine Zeit mehr für LOL haben. Aber was glaubst du, persönlich, du musst es ja nicht im allgemeinen Konsens wissen, aber was glaubst du, ist dieser eine Reiz, dass es so viele Bock haben, auch zu gucken? Ich meine, es kommt ein Cyberpunk neu raus, geile Grafik, Roleplay-Game, eine Story wird erzählt, bla bla. LOL ist ja eigentlich genau das Gegenteil, auch grafisch, ne, minimalistisch, eher schneller das Ganze. Was ist dieser Reiz? Ist es das Kompetitive? Ist das so wie Fußball gucken, so dass man so ein Teamgefühl hat? Es ist eine Mischung aus allem, muss man sagen. Also wenn man selber LOL gespielt hat, hat man eine sehr gute Grundverbindung zu dem Spiel. Und es ist sehr attraktiv, da zuzuschauen, weil man natürlich bei besagten Turnieren die Besten der Besten der Besten sieht. Also der Fußballvergleich ist halt, jeder kennt Fußball, aber die krassesten Boys Fußballspiel zu sehen, ist schon super attraktiv. Das spielt definitiv rein. Aber ich persönlich bin auch irritiert, dass die Zahlen so hoch sind, weil es ist natürlich nicht zuschauerfreundlich für einen neuen Spieler, also für einen neuen Menschen, der das vielleicht gar nicht kennt. Also zum Beispiel FIFA zuschauen, da weiß man sofort, was passiert. Was bei LOL passiert? Ich meine, hast du eine Ahnung gehabt, was gerade passiert ist im Spiel? Also sagen wir so, als ehemaliger Warcraft 3 Spieler, ganz, ganz lang her, und World of Warcraft Spieler, kann man so halb ein bisschen relaten wegen den Spells und Buffs und sowas. Ja, ne? Klar. Aber ich glaube, wenn du einfach so reinkommst, gerade von Counter-Strike oder was auch immer, dann ist es grausam. Aber irgendwie schafft natürlich auch Riot Games dann eine gute Geschichte zu erzählen. Also es entstehen wirklich große Fanbases um die Teams drum, was natürlich dafür sorgt, dass der ein oder andere mitgeschleift wird, beziehungsweise auch, wenn er kein LOL mehr spielt, noch ein riesengroßer Fan des E-Sports ist. Also das ist auch ein Kommentar oder eine Chatnachricht, die ich sehr häufig lese. Maxim, ich spiele gar kein LOL mehr, aber ich gucke immer noch dein Shit oder ich gucke immer noch die Worlds und so weiter. Also das ist auch etwas, krass. Also es bindet einfach die Seele des Menschen an dieses Spiel, jetzt habe ich das Gefühl. Und auch wenn es nicht zockst, wird es halt immer sehr gut verpackt. Und es ist halt immer wieder neu. Und deswegen ist man noch neugierig und guckt immer wieder rein.
Also damit hast du mir das jetzt echt schmackhaft gemacht. Ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen leveln und falls wir uns zufällig dann wieder in einem Match sehen sollten, dann solltest du dich warm anziehen. Ja, ja. Ich sehe dich ja in der Frontis. Ich kann dich ja stalken. Na? Ah, ja, geil.